Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Heute spiele ich mal mit den Brüdern Marius und Mark. Genau, da oben ist er, Marius Mark 1904 Boss. Genau, heute mit der Typ 25 und der Tag 45 starte ich in die Runde. Zweimal Lenkgranate und einmal Handgranate habe ich dabei. Mit dem Thema PlayStation 4 und PlayStation 3. Genau, ich möchte euch einfach mal sagen, was eigentlich mich an der PlayStation 3 so reizt. Und im Hintergrund seht ihr einfach ein Gameplay. Wir starten jetzt gleich in die zweite Runde. Und ja, wie schon gesagt, die PlayStation 3 ist für mich einfach das epischste Ding, was ich je gesehen habe. Das Ding ist einfach der absolute Hammer. PS3 ist einfach Deluxe mit dem Blu-ray-Player verbunden und gratis. Gratis Multiplayer zocken. Also besser geht's einfach nicht. Das ist einfach der letzte, das Beste, was es gibt einfach. Und PS3, die ganzen Rapper, die schwärmen für die PS3. Die sagen ja niemals Xbox 360. Nein, PS3 Deluxe, yo, yo, Pro, yo. Ja, die PS3 ist halt einfach der absolute Hammer. Und die Xbox 360, Leute, seid mir nicht böse, aber das ist doch der letzte Husten. Die Schrottbox fällt nach 2 Jahren zusammen und dann ist sie kaputt. Gut, die Xbox 360, was hat sie für Vorteile? Ich denke, der einzigste Vorteil bei der Xbox 360 ist einfach, dass sie scheiße aussieht. Nee, warte mal, das ist doch überhaupt kein Vorteil, das ist, glaube ich, eher ein Nachteil. Ha, ja, das sehen wir doch mal wieder, die PS3 ist einfach der King sozusagen. Und jetzt möchte ich auf die PlayStation 4 eingehen, die kommen wird. Und ihr wisst meine Meinung. Meine Meinung, die ändert sich immer. Ihr kennt mich. Manchmal sagt YouTube Gamescom, er kauft sich die PlayStation 4. Jetzt kauft er sich wieder nicht. Was ist da los beim Gamescom? Ich kann es euch sagen. Also ist folgendermaßen. Die PS4 kann ich mir nur holen, wenn sie verschiedene Kriterien erfüllt. Das heißt, ein vernünftiger Preis, also ein niedriger Preis. Dann möchte ich eine Grafiksteigerung von mindestens 100% und möchte natürlich, dass sich, dass viel passiert. Also der Schritt muss gewaltig sein. Und ich habe mir auch schon gesagt, wenn die Änderungen nicht so groß sind, werde ich bei der Ding bleiben, bei der PlayStation 3, weil das einfach, das Beste ist, was es gibt, Leute. Ne? Schreibt jetzt mal in die Kommentare, wie findet ihr die PlayStation 3 oder wie findet ihr die Xbox 360? Kauft ihr euch die PlayStation 4 von Sony dieses Jahr oder nicht? Das würde mich jetzt mal brennend interessieren, Leute, weil, ja, das interessiert mich so und das würde ich immer wissen. So, also, jetzt spielen wir weiter Call of Duty. Böse Zungen in der Szene sagen, ich sei der schlechteste Zocker oder Let's Player, den es überhaupt gibt. Da haben vielleicht ein paar Zungen recht. Ja, ich habe echt die beschissenste KD, außer in dieser Runde. Ja, in dieser Runde sind ja auch nicht unbedingt die besten Pros am Start. Aber eigentlich ist es so, dass ich zwischen 2 und 1 Kill schaffe. In der Runde. Also in 15 Minuten 2 Kills, wenn es gut läuft. Das, ihr seht, das ist ja nicht unbedingt das Beste, was es gibt. Ich glaube, es liegt einfach an meinen Waffen und daran, dass ich einfach das Zocken verlernt habe. Als ich im Januar, das weiß ich noch, als ich Urlaub hatte, da war ich die ganze Zeit online. Immer Videos gemacht, Digga. Der Moin-Clan war da. Das waren noch Zeiten. Aber leider ist der Urlaub vorbei, Leute. Und jetzt muss ich wieder arbeiten. Bin jetzt 2 Wochen offline. Ihr habt's richtig gehört. Ab Mittwochabend wird bei YouTube Gamescom stehen 2 Wochen off. Es tut mir wirklich leid, Leute. Ich wollte es euch früher sagen. Aber leider ist es so. Ach ja. Jetzt können wir ja noch etwas erzählen in der kleinen Runde. Und zwar Saraza LP, der berühmte YouTuber, hat, glaube ich, 2 Strikes bekommen bei YouTube, weil er ein Let's Play von Fahrenheit gemacht hat und dort Sexszenen gezeigt hat. Also Kussszenen, glaube ich, war das einmal. Und dann noch einmal eine Sexszene. Und dafür bekam er 2 Community Strikes bei YouTube, glaube ich. Ja. Und wenn er jetzt noch 1 Strike bekommt, ist sein YouTube-Kanal weg. Das hoffe ich natürlich nicht. SarazaLP, du hältst das durch. Bitte pass auf, was du machst, sonst ist dein Kanal weg und das wäre nicht so cool. Weil sonst ist einer der besten Kommentatoren weg, weil, hey, Saraza, wenn der anfängt, willkommen zu Let's Play Batman Arkham Lulu City oder wie das Spiel heißt. Herrlich. Ist wie im Kino bei Saraza.
Ja, was rede ich jetzt wieder hier? Ich sage jetzt erstmal ciao, bis zum nächsten Mal. Euer YouTube-Gamescom auf der PlayStation 3. Und Marius Mark 1904, du bist der absolute Pro. Herzlichen Glückwunsch, du bist ganz oben. 44 Abschlachtungen, das muss erstmal jemand nachmachen. Und das alles ohne Campen. Respekt, Marius Mark 1904. Ciao.